Moin. Ja. Ich mache mir gerade einen Hagenbeck-Kaffee. Ist Kaffeezeit. Macht euch keine Sorgen, das Fenster ist auf. Hier sitzt kein Kind und kein Rind. Was ihr da knabbern hört, ist eine Ratte unterm Tisch. Jetzt läuft sie gerade weg. Ja. Ich bin so ein bisschen benuschelt. Wie Gil und Ila da weg sind, habe ich angefangen, so ein bisschen mit Socken stricken. Kann ich euch noch einmal zeigen? Oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Ich werde gleich mal meine Säurefarben rausholen und ein bisschen Wolle färben. Es ist am Nieseln. Morgen soll es nicht nieseln, da waren Sven und ich im Garten. Rasen muss gesiebt werden. Das war ja im Winter ist ja Sven meistens mit den Hunden, weil Muffin ja keine Treppe mehr gut steigen konnte, hinten durch. Und da hat der Rasen natürlich ein bisschen gelitten, wie jedes Jahr eigentlich. Ich hatte ein paar Blumen ja gekauft bei Pflanzenkölle. Nur so ein paar Pötte, so für Bienen und Schmetterlingsnaschi, so, wo die was von haben. Hier ist schon heute Morgen um, ich weiß nicht was, fünf. Da war hier schon eine fette Honigbiene drin und ich dachte, was ist denn das? Dann war eine Hummel am Fenster, die klatschte dann mal gegen. Und dann noch eine Biene, die hat Sven dann rausgetragen. Die andere hatte ich mit einem Becher und mit Aquarellpapier eingefangen. Hier am Fenster sind ja meine Blumen und so. Und da steht ja so eine hier Zinte. Hier die. Und die duftet ja. Und dann wissen sie, ah ja, wir können durchs Fenster rein. Finden dann aber irgendwie diese Blume nicht. Da muss man ja das Fenster zu machen in der Küche auf. So schlimm ist es nicht. Ich habe meinen Kunststofffilter weggeschmissen, ich blöde Nuss. Hatte mir so ein aus schwerem Porzellan, gibt es ja auch von Tchibo und so, ne? Diese weißen aus Keramik, nicht Porzellan, Keramik, denke ich mal. Das ist doch ja wohl eine Stunde, der Köffel da durchbügelt. Dann sagte ich schon, ne, sagt er da, holen wir uns hier einen Kunststofffilter. Dachte ich, höre die Kinder. Wenn dann höchstens ein Kind, weil Sven wollte Alex abholen, der arbeitet, hinter Bild steht, der andere in Arnsburg. So, ich hole mir mal meinen Kaffee. Moin. Nachbar. Irgendwas hatte Gertrude gefragt in der Mail. Was meine Freundin an Krebs gestorben ist, war das da? Sie hatte Lungenkrebs. Weiß ich nicht mehr. Hab ich vergessen. Rucksäcke, schön dampfig. Ich sag dazu nichts. Dann kann ich gleich umkippen. Ist abgekühlt und dann trinke ich mit dem Strohhalm.
gerade eben geschrieben, sie holt sich Bezugsstoff für die Polster. Und zwei Scharniere. So mobil. Für die Klotür und für die Abwaschklappe. Es ist mir auch kein Trost, wenn man dann, ja, bleibt ja in der Familie, ja, bleibt in der Familie. Ich freue mich auch für die. Kein Thema. Aber das ist genauso wie, wenn man schon einen Jungen hat, geboren hat, dann wünsche ich mir ein Mädchen. Und ich sage dann, ach, das Geschlecht ist ja egal, Hauptsache gesund. So ist das mit Donatella. So, sie bleibt ja in der Familie. Und trotzdem darf man sagen, man ist, ich bin ja nicht enttäuscht, ich bin traurig, dass Sven und ich den jetzt eben halt nicht mehr haben. Weil Sven eben auch ein gerne Schrauber ist und dann ist es trotzdem was anderes, wenn man sich ihn mal ausleihen kann. Mal eben 400 Kilometer überbrücken mit einem PKW, um dann mit einem Diesel zu fahren, das überlegst du dir auch dreimal. Ist so. Oder okay, der nimmt dich ja dann mit. Ist alles kein Trost. Wunderschön. Moin. Am Dienstag um 11.30 Uhr. Gestern erreichte mich eine Karte, eine Postkarte. Sie haben Post. Kennt das noch jemand von AOL? Die Nachricht. Und zwar hier mit Glitter. Lieber mit dem Fahrrad zum Strand, als mit dem Auto zur Arbeit. Das ist von Gabi. Hallo Sanne. Meine Wolle ist angekommen und auch die netten Kleinigkeiten. Herzlichen Dank dafür. Alles Gute und liebe Grüße, Gabi. Gucke gerade das letzte Video. Die Karte passt wie Faust auf Auge. Ich wusste es. Ich habe gedacht, ohne runterfallen ist nicht. So. Danke, Gabi, für die Karte. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee. Ich habe gedacht, ich bin irgendwie zu Arnold mutiert. Hier, seht ihr? Nix da. Geht halt ihr T-Shirt vergessen. Wir haben nämlich die gleichen uns bei Family geholt. Ja, nee, ich hatte meins, glaube ich, schon. Nee, gar nicht wahr. Ich weiß es. Ist auch scheißegal. Jedenfalls ist es Gittes-T-Shirt. Und ich hab gedacht, oh mein Gott, Sanne, du hast aber vom Stricken echt Oberarme gekriegt. Ja. Hart wie Huf. Hart wie Kruppstoll. Ich habe nämlich gestrickt. Und zwar habe ich jetzt endlich diese wunderschönen Socken in passen bestimmt bis 44, 45. Ist auch für einen breiteren Fuß. Man sieht die elegante Bändchenspitze. Die Käppchenferse. Ich habe das Käppchen allerdings nur bis Hacke laufen lassen. Und ab hier unten wieder das Blö. Die Wolle ist
die ich mir unterwegs geholt habe, die Schachenmeier, wo ich gesagt habe, für eine Herrensocke. Und das ist von mir noch handgefärbte Merino-Tänzel. Dann habe ich gedacht, oh, dann mach die anderen auch gleich mal fertig. Das ist dieses Paar. Auch Bändchen, Spitze, Kippchen, Ferse. Müsste auch so, weiß nicht, 39 bis 41. Ja, würde ich sagen. Und jetzt bin ich gerade bei sommerlichen Sneakersocken. Da kann ich euch eine zeigen, weil eine ist fertig und die andere ist noch in der Mache. Das ist dieses Modell. Ich würde sagen so 38, 39, vielleicht auch bis 40. Ich hatte sie an, sie passt, aber ja, angeben würde ich die mit einer kleinen Daumengröße. Käppchenferse, 1,1er Bündchen, Bändchenspitze und komplett aus Tüdelzeugsgarn, also die habe ich selber gefärbt. Das sind zwei Knäule oder zwei Stränge gewesen, einmal hier so pink mit weiß und einmal hier so noch mit Minz. Und dass sie so streift, ist Zufall. Also da habe ich wohl so gefärbt, dass das sich streift. Und da habe ich eben immer so zwischen die Unifarbene und die andere da so zwischen gemacht. Ja. Super weich. Merino Tänzel. Sieht aus wie ein kleiner Propeller vorne. Ja, bei der anderen bin ich gerade bei. Die brauche ich nochmal als Maß. Ja, im Garten haben Tim und ich gesagt, es ist uns heute zu frisch, haben wir keinen Bock, ist auch noch zu feucht. Unser Rasen trinken wir gleich wieder alles kaputt. Eile mit Weile. An die Wolle färben, würde ich wohl auch machen. Ich werde auf mein Mittagessen verzichten erstmal. Nö. Und dann mal sehen. Ich habe da neue Farben. Die kann ich mal testen. Erstmal 5 Stränge und dann weiter gucken. Mich auch der keiner. Jetzt habe ich hier Hot Pink und verschiedene Blautöne, Sea Spray und das hier ist das gespeckelte Korallenriff. Da sind ganz, ganz kleine, wenn man ganz genau hinguckt, ganz minimale Sanddünenspeckels drin. Und das andere ist alles Koralli. Das wird eine Tatortsocke. Das Blut fließt. Das Opfer ist schon ermordet. Hier kocht die Hamburger Tatortsockenwolle. Hinter mir sind ja schon gefärbte Stränge und im Färbebad brutzeln 2 Möwenschüsse, genau, aber die originalen. Ja, diese roten, die ihr da seht, das ist die Tatortwolle vom Hamburger Tatort. Mit Blut unten in der Nacht, das Schwarze da und das Helle ist die Taschenlampe. Will sie immer leuchten. Dann habe ich hier, da habe ich noch keinen Namen für die beiden, kommt das hier, da habe ich 2 Stränge, das ist ganz pudrig. Jane Austen.
Jane Austens Sonntagssocken könnten das werden. Der Strang allerdings heißt eigentlich nur Jane Austen. Dann habe ich hier einmal das Korallenriff mit Speckles. Und dann habe ich hier diese hübschen Dinger noch. Aber wie gesagt, Namen muss ich mir das von mir angucken. Und dann kann ich die Etiketten machen. Das war ja die Sneakersocke, die ich gemacht hatte aus meiner handgefärbten Wolle, hatte ich ja erzählt, dass die von alleine ringelt. Juhu! Ich würde mir nicht den Umstand machen, da irgendwas über eine Stuhlbeine zu tüdeln, nur damit es ringelt. Wenn es von alleine ringelt, ist gut, ansonsten ist es mir egal. Das ist die zweite. Da habe ich jetzt nur noch ein kleines Stück Spitze. Dann kommt die Bändchenspitze, dann sind die auch fertig. Und ich bin ja eigentlich kein Freund, muss ich ganz ehrlich sagen, von Opalwolle. Sie ist nicht schlecht, die Wolle. Aber, ne, was heißt, von der Sechsfach bin ich. Aber da bin ich Freund. Ich muss mich jetzt erstmal im Kopf mich schon weiter mit erzählen. Diese hier ist ja vierfach. Und zwar ist das die Wasser. Bettenburg heißt die Farbe, Wasser Bettenburg. Und die Serie heißt, einen Moment, Crazy Waters. Und das ist die Wasser Bettenburg. Und die streift sich so. Hier ist Partie und seht ihr jetzt, glaube ich, spiegelverkehrt, egal. Und ja, ich nehme die einmal den normalen Faden, der außen ist, und einmal den Innenfaden, dann habe ich es doppelt. Und das ist schon mal ein Bündchen, ein 1-1er, und das ist das zweite. Mir ist es egal, schon fast lieb, dass sie unterschiedlich sind. Also ich, bei mir müssen, gibt ja, ne, Wolle, wo du exakt zwei die gleichen rauskriegst und so, das ist überhaupt nichts für mich. Es gibt übrigens ein Strickbuch, ein Sockenstrickbuch, habe ich gesehen. Da ist das extra so. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Auf dem einen Socken sind alles Leuchttürme, rot, weiß, blau, und der andere Socken ist nur blau mit Möwen. Aber die gehören zusammen. Wisst ihr, so, die farblich toll zusammenpassen, aber zwei verschiedene Muster haben. Oder eine Intarsie und das andere, was weiß ich, Häuser oder Herzen oder Sterne. Ja, also da bin ich, wie gesagt, bei, und ich mache ja auch immer so zeitgleich Bündchen, drei Reihen rechte Maschen, dann kommt da Bündchen und da stricke ich dann aber schon weiter und dann ist die wieder dran. Und ich liebe diese Farben. Was mich bei Opal immer so ein bisschen ärgert ist, ist gut, es kann ja nicht immer neu erfunden werden, ne? Farbe ist Farbe, Musterung ist Musterung. Jetzt gibt es dann ja, oder es gibt es ja schon länger, dass man die auch längst stricken kann, dass man dann ganz andere Muster hat. Habe ich auch keinen Bock drauf. Aber zum Beispiel bei dieser Urwald-Expedition, die schwarz-weiße, da ist das dann Lisa, die Nusshackerin, mal angenommen. Und in der Wüstenedition ist es fast genau die gleiche Wolle, schwarz-weiß. Und da ist es dann, das Zebra sucht eine Treppe. So. Da wiederholt sich sehr viel. So, da ist dann ein ganz toller grün-lila-rosa-Ton, meinetwegen mit Gelb, und der heißt so, und der andere ist fast gleich und heißt dann so. Also, Mods, Mods, Mega, Mega. Aber diese hier musste ich haben, weil ich die so schön fand. Das hätte mich so angesprochen. Und auch Wasserbettenburg. Und dann habe ich gesehen, die Serie finde ich wohl auch klasse, irgendwas mit einem Igel,
Die fand ich schön. Und Fußball sowieso. Bei Opal gibt es die. Auf der Seite hatte ich geguckt. Ja. Jetzt habe ich hier noch einen Kev. Robb dann zu meinem Möwenschiss vor. Und mache noch ein paar Schnuckertüten-Edition 2024. März. Die Spring-Edition wäre das. Ja. Wie bitte? Ja. April, April. Nein, 20 Uhr. Ist unsere Uhr, die alle Stunde ein Vogelgeräusch macht, verschiedene. Aber von 22 bis 5 Uhr morgens halten die Vögel die Klappe. Und Alex hat gesagt, die muss weg, die Uhr. Und ich habe gesagt, nein. Und er hat gesagt, doch. Hatte gerade, zeigt dir dann Internet, die Eintracht-Socke schwarz-weiß-rot. Eintracht Frankfurt ginge auch, aber Tatort Hamburg finde ich besser. So, die letzte Farbe war dieser wunderschöne. Ihr seht das nicht so kräftig, so sonnenuntergangig, der Hamburger Sonnenuntergang. Der Hamburger Hafen, Sonnenuntergang. Ja, das war der letzte Strang. Möwenschüsse sind fertig. Monets, Iris, Seerosenteich ist auch fertig. Und ich werde jetzt erstmal Etiketten machen. Hier habe ich mein Aquarellpapier. Hier habe ich den Schminke-Hochradamm Aquarellkasten, noch einen bunten Farben. Und ich werde jetzt mal loslegen. Hier, wir ein bisschen kreativ werden. Ich liebe die Wolle. I love it. Mr. Lava Lava. Mr. Bombastic. Okay. Ich mal. Wünsche euch einen schönen Abend. Es ist un moment. Was sagt die Vogeluhr? 10 von 9. Gruß, Kuss und Schluss.